A girl named Emily Lynch went missing a couple days ago. Sheriff Bill Cooper asked me to find her. He's counting on me. I suspect that Emily's kidnapper is the same person who has already kidnapped several other girls. Cooper gave me a map. There's an area marked on it where something suspicious was recently observed. I'm going there right away. I need every piece of evidence I can find. Ich sag mal so. Vielleicht. Was nicht die beste Idee, Steam-Guthaben übrig zu haben, weil dann passiert nämlich genau sowas. Ja, wir spielen Hope Lake. Weil ich einfach richtig Lust drauf hatte. Mal wieder zu wimmeln. Lustige kleine Geschichte zum Anfang. Ich starte das Spiel und mein Bildschirm wird schwarz. So, da geht so ungültiges Format. Geh so durch den Bildschirm. Lustigerweise. Dieses Spiel, wenn man sieht, es ist in so einem, das ist ja nicht mehr 4 zu 3, was ist das? Ist das 1 zu 1? Unschön. Vielleicht ist es auch 4 zu 3. Auf jeden Fall ist es. Und dürfte ich erstmal suchen, wie kann ich das Spiel als Fenster starten? Ein Fenster, ne? Ist Alt-Enter. Falls man irgendwer braucht, Alt-Enter macht aus Fenster Vollbild und andersrum. Und da habe ich schon wieder richtig Bock. Ja, irgendwelche Kinder und irgendwer wurde entführt oder. Ja, ich. Ja, okay. Ich lese diese Zeitung. Okay. Absolvent des Hope Lake Internats wird vermisst. Okay. Gestern am 24. September wurde Sheila Green von ihrer Familie aus vermisst gemeldet. Das wäre ein komischer Ortsname. Wie sich herausstellt, ist Sheila eine Absolventin des Hope Lake Internats. Damit ist sie bereits. Ich muss nur noch gehen. Ich hab diesen konstanten Drang zu gehen und dieses Spiel geht noch nicht mal los. Ungut. Damit ist die zweite Schülerin dieser Schule, die in einem diesen Monat spurlos verschwunden ist. Ja. Wahnsinn. Achso, ja. Schau dir den Spind näher an, Schatzi, für dich mal hier alles. Aber auf. Ja, das wird. Ich brauche den Tipp nicht, aber danke. Ja. Ich werde es nicht an einem Stück durchziehen können. Einfach so. Nee, ich hab heute Abend keine Zeit. Ich werde so eine Stunde zum Reingucken und dann entscheide ich, ob ich diesen ganzen Rotz wieder lösche. Wenn ihr es seht, naja, dann scheinbar nicht. Pumpengriff, fantastisch. Moment mal. Das ist jetzt wichtig. Also ich habe 1,25 Dollar investiert, wie man gesehen hat. Okay. Habe dafür anscheinend. Nein, Samsung Tastatur einstellen, gehen wir nicht auf den Sack. Das ist wichtig. 10 Gallonen in Liter. Ich würde sagen irgendwo 500. Nee, falsch. 37 Liter. 37 für 1,25. Ich dachte immer, eine Gallone sind 50 Liter. Das ist scheinbar Quatsch. Ich weiß auch nicht, mit was ich das verwechsel jetzt. Naja, also ich habe auf jeden Fall fast 40 Liter getankt für 1,25. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das spielt, aber es kann nicht allzu modern sein. Wo ist die Pumpe? Okay. Jetzt kann ich den Reifen aufpumpen. Toll. Habe ich mir immer schon mal gewünscht.
Das Auto auftanken. Mach ich auch. Fuel up your car. Errungenschaft. Toll. Vielleicht blende ich mich für die Cutscenes aus. Muss ich in der Schnittarbeit danach machen. Das sehen wir ja. So, was sollte dabei denn schief gehen? Sehr schön 3D animiert, toll. Ich fühl mich irgendwie unwohl dabei, ich weiß auch nicht. Sie ist so. So komische 3D-Cutscenes anzuschauen. Ungut. Abgesehen davon, dass. Oh, das war leise. So. So. Das, ich meine, das könnte man auch vorher machen, aber das ist mir ja irgendwie nicht wert. Kannst du so nicht herausziehen, das ist schade. First Evidence. Ich bin leider Deutscher, ich verstehe nicht, was es heißt, aber ich habe eine Errungenschaft. Beweise? Kann ich mir ansehen. Hm? Toll. Emily Lynchs Taschentuch. Ich könnte mich verletzen, ja. Muss man den Kauf nehmen? Oh ja. Entferne die Person im Umhang. Und so wird gewimmelt. Liebes Spiel, danke schön. Achso, jetzt muss. Was? Super. Also das Rot, da muss ich irgendwie interagieren. Okay. Ich kann also nicht zu viel klicken. Was sieht denn... Wir können das alte Spiel spielen. Was sieht nach etwas aus, was man da finden könnte? Ah, danke für die Münze. Perle, Kamera natürlich. Hut, habe ich gesehen. Elefant, nein, Schuh. Radio, Feuerlöscher. Dartscheibe, Fledermaus. Handschuhe, Gewürze... Ich glaube, ich sollte mal gucken. Krawatte. Ah. Offensichtlich. Stofffetzen. Das sah auch wie ein A aus. Hätte auch ein A sein können. Ja. Ach, da. Da. A. D. A. Kelle. Da ist eine Kelle. Absoluter Wimmelmeister. So, ich muss die Scherben mit robustem Stoff bedecken. Finde einen Weg in das Out. Also ich kann verstehen, wenn eine Anweisung zu lang ist und man macht Punkt, Punkt, Punkt. Ja, sage ich, okay, von mir aus. Einen Buchstaben durch drei Punkte zu ersetzen... die genauso breit sind. Ungünstig. Sag ich mal, das ist ein Blödglauben. Kelly Wells, ah, das bin ich. Die Frisur, ich meine, Hauptsache ihr gefällt's, ne? Das, sag ich mal. Das ist so die Hauptsache. Wir haben Schlüssel, ah nein, Taschenmesser. Jeder, ach so krasse Rapper, braucht am Ende des Tages ein Taschenmesser. Sag ich mal so, ne? Taschenlampe. Ja. Das war in Steam, die Taschenlampe ist tatsächlich, ist ein Feature, mit dem das Spiel beworben wird. Die Taschenlampe. Ja, ich sag, wenn er sonst nichts zu bieten hat, ne? Alles klar. Rahmen. Das ist echt dunkel. L350. Bingo! Können wir ausmachen, das nervt mich. Wir können weiter. Ich komme nicht ans Ufer, solange das Boot im Weg ist. Hier rüber zu steigen. Geh auf Rücken. Verstehe ich schon.
Da kommt man einfach nicht lang. Ich muss es wegbewegen. Ja, Schatzi, ne? Muss man arbeiten. Wenn ich das Ruder abbreche, wird das Boot umfallen. Sehr schade. Sehr schade. Ich könnte diesen Zweig... Ach, ich muss ihn abschneiden. Wie? Hallo? Hallo, hallo, hallo. Kann man schon mit dem Taschenmesser machen. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es sollte eigentlich gehen. Es sei denn, man ist ein richtig faules Stück. Dann geht es natürlich nicht. Sehr schön, Leon links wird geladen. Dass man auch weiß, es passiert was. Das Spiel schaut nicht untätig zu. Okay, mit Rechtsklick kann ich wieder ausschalten. Was ist das hier? Was ist der... Der Dingens ist das. Okay, irgendwas ist hier. Ich sehe was. Da. Axtgriff, das ist ja an sich absolut fantastisch. Okay. Das hat mit Karten noch relativ wenig zu tun, finde ich es persönlich. Aber ist ja nicht meine Sache. Ich habe das ja nicht... Ah ja, hier bin ich. Hier komme ich wieder raus, so. Axtgriff, zack. Und damit können wir Holz hacken. Super. Was vielleicht auch mit dem Messer gegangen wäre. Klar. Es ist tatsächlich weniger bekannt, dass der gemeine europäische Braunbär durch Fischfiguren geködert werden kann. So aus Keramik halt, ne? So richtige Fische schlecht, aber Braunbären sammeln Keramikfische. Sag mal, hier wird niemand was lernen, ne? Dankeschön. Das jetzt. Eine Figur ist nicht da. Achso, doch. Während deiner Ermittlung musst du Rätsel lösen. Überspringen. Ja. Geh weg. Hallo. Platziere die Tiere entsprechend ihren zugehörigen Elementbereichen. Ich scheine eine relativ große Freiheit zu haben, was das Bewegen von diesen Dingern angeht. Das finde ich gut. Hallo? Also Sachen ums Eck zu bewegen, das ist schon fragwürdig. Die muss noch da hoch. Oh Leute, nein, du sollst ans Eck gehen. Ist doch gut. So, und hier Treffer. Das ist doch so einer, jawohl. Fisch. Kann der auf beide? Können auf beide, okay. Das ist gut zu wissen, das ist natürlich falsch. Aber das war mir schon von vornherein klar, wenn man das. Klar, warum das? Der muss hier unten hin. Otter, Wasser. Passt zusammen. So. Das macht Spaß! Okay, weil immer das ist, muss er rüber. Nein, hoch und dann hoch und dann runter. Ich meine, wenn man alle Wege frei hat, dann ist ja einfach. Ich würde sagen, ich bin enttäuscht, aber besser so als ein Kackrätsel.
Ne? Hat schon meine Oma hat schon gesagt, Junge, besser zu leicht als zu schwer. Hat sie nicht gesagt, aber hättest du sagen können. Peter ist der Einzige, um den sich Mr. Brown kümmert. Für mich hat sie noch nie ein nettes Wort übrig gehabt, aber Peter ist böse. Naja. Er ist immer gemein zu uns und dann versteckt er sich hinter der Schürze seiner Mutter und sie selbst ist auch nicht viel besser. Peter, ich hab dich im Auge, ne? Geh ja hier. Peter hat sich bei seiner Mutter über meine Freundin Rosie beschwert. Und Miss Brown hat sie völlig grundlos bestraft. Sie hat sie sogar geschlagen, jawohl. Gewalt gegen Kinder, das finde ich gut. Manchmal verdienen wir auch mal eine drauf. Wer das ernst nehmen will, macht es bitte nicht. Das nicht ernst. Das wäre schön. Rosie ist das kleinste von uns Mädchen. Ich kann es kaum erwarten, dass diese Hexe ihre gerechte Strafe bekommt. Ich hasse sie. Also wenn diese Frau hier, ne? Die in Grün, wenn die... Sieht man das eigentlich? Moment, ich muss kurz gucken. Leute, das ist wichtig. Wie kann ich denn gucken hier? So. Ich muss... Das ist jetzt ein bisschen... Ja. Ich hätte vielleicht vorher überprüfen sollen, ob man die Maus sieht. Alles gut. So, also wenn die hier, ne? Wenn die mal irgendwann tot aufgefunden wird, es war Jessica Bell. Sag ich jetzt mal nur so. Ist hier noch mehr? Ne. Ja, ist ja langweilig. Ist ja nicht mal was Relevantes. Das können Beweise hier sein. Mhm. Grabe den Koffer aus. Oh, dieser Sand, ne? Zum Heben. Oh, geh ins Kreuz. Geht nicht. Vielleicht hat sich die Fingernägel gerade manikühren lassen oder was weiß ich, ne? Aber das ist schon erbärmlich. Das ist wichtig, warte kurz. Ich muss. Ich muss den Ton anmachen, weil ich krieg später eine SMS, dass ich. Dass mir das Internet abgeschaltet wird. Jetzt nicht. Wir können das mal suchen und dann sagt ihr mir Bescheid, ne? Finde ich gut. Und euch geht's noch gut, oder? Als Tutti, oder wie sieht's aus? Dann spielen wir mal Videospiele. Taschenmesser natürlich nicht. Vorhin konnte man noch ein Schloss aufmachen damit. Jetzt geht es natürlich auf einmal nicht mehr. Das Loch im Boden hier drin ist ein Netz, das ich direkt benutzen kann. Ja, na klar, die Tasse. Wasser, toll. Habe ich dies, habe ich das? Kann ich wieder gehen oder? Natürlich! Ja. Was für eine schreckliche Zeichnung, ich will ein Foto machen. Muss ich direkt auf Instagram stellen. Kann ich es wegwaschen? Nee, wollte ich nicht. Finde die Zeichnung insofern irreführend, als das unten links steht Help, also eine Person. Man braucht Hilfe. Hat dann aber die Zeit, diese Zeichnung anzulegen. Weißt du, stell ich mir so vor, sitzt da so. Boah, die Oma ist lahm, ne? Also halbe Stunde habe ich noch, bevor sie hier auftaucht. Help. So. Was mache ich denn jetzt? Ah, kein Empfang hier, scheiße. Ich könnte was zeichnen. So stelle ich mir das halt wirklich vor. Wie soll denn sonst passiert sein? Eine Wahnsinnsvorstellung. Ja. Bei diesem Let's Play sind die Highlights so
am Anfang, also kommt auch nichts mehr, also kann ich abschalten. Also den Motorboot. Ich finde einen Weg auf das Motorboot. Sag mal noch öfter Motorboot, Motorboot, Motorboot. Ich habe eine Brechstange, was brauche ich eine Brechstange? Starte ein Feuer. Mustard oder? Tür ist auch verschlossen, ja? Ich kann nichts sehen, ich brauche mehr Licht. Könnt ihr das Harz abschneiden, ja? Wie das denn? Natürlich, jawohl. Sieht aus wie so ein Eitergeschwür, Wucher am Arm oder sowas. Das war abgeschnitten. Also die Vorstellung, Leute, die Vorstellung könnt ihr behalten. Die muss ich nicht haben. Holz, jawohl. Ich könnte diese Bretter gut gebrauchen. Warum auch immer, aber nimm sie. Es gehört alles dir. Einer geht noch rein, jawohl. Ventilgriff. Errungenschaft freigeschaltet, Valve, ja. Alles klar. So, jetzt genau, jetzt haben wir die Dingens. Dann haben wir die Boomens. Muss ich festnageln. Kann ich aber nicht. Mit dem Ventilgriff. Mit der Brechstange. Mit dem zwei. Mit den Händen. Nee, mir geht's gut soweit. Danke der Nachfrage. Ich muss zugeben, ist ja immer ganz lustig, sowas zu spielen, ne? Aber zu oft können ja auch nicht. Irgendwo ist der Punkt erreicht, wo ich dann sage, Leute, ich habe die Schnauze voll. Noch ist dieser Tag nicht. Hier ist auch nicht. Was waren hier vorne noch? Was ist denn? Wo kann ich nicht nachgucken? Hier fehlt noch mal. Mögliche Aktionen, ach so. Säufer. Säufer. Hier, ich muss das Schloss aufbrechen. Ja, das ist nicht dein Ernst. Ist einfach in der Mitte oben durchgebrochen. War ein altes Schloss. Glaubst du auch selber nicht. Gummistiefel, Dingens, ein Fass. Ich höre gar nichts momentan. Bild, Kescher, Seestern, Bild, was weiß ich. Irgendwas da am Boden. Eimer, Angel, Dings da, Schiffboot, Kürbis, noch was. Muss Sachen auch einfach nicht benennen können. Ist wichtig. Filmrolle, ah ne, eine Angel. Ne, Notizblock, Blinker. Naja. Ja. Eins muss ich noch selber finden. Da ist es und der Blinker ist. Das habe ich ja schon lange gesehen. Ich habe es nicht gesehen, es war gelogen. Tut mir leid. Harz in die Form. Das war falsch.